Die Dichtung gab ihm den Namen Der schweigsame Ase. Und dennoch ist Vidar, der Krieger des Waldes, eine nicht zu unterschätzende Gottheit. Nur Thor ist stärker als er. In der Weltenschlacht überlebt er als einer der wenigen den Kampf. Ja, er rächt sogar seinen Vater Odin und besiegt den Fenriswolf. Daher wird Vidar auch als ein Gott der Rache bezeichnet. Sein Palastland Vidi ist ein stiller Ort, beschrieben als grüner Wald, ein weites, abgeschiedenes Land, umgeben von einem hohen Hain. Dort schmiedet Vidar die Waffen für den Tag des Weltenbrands.